In diesem Altenheim in Palästina soll es ihnen gut gehen, den Überlebenden des Holocausts. Darum kümmert sich Oliver Frankowitsch. Der 41-jährige Deutsche lebt und arbeitet hier seit 12 Jahren als Pfleger. Er will den Überlebenden helfen, ihre Erinnerungen weiterzugeben. Er schreibt die Lebensgeschichten der Bewohner sogar auf. In der Zeit, wo ich hier angefangen habe, waren schon viele Leute hier, die aus Osteuropa eingewandert sind, nach dem Zweiten Weltkrieg die Überlebende sind. Und ich hatte am Anfang Angst, mich mit den Leuten zu unterhalten über das, was sie durchgemacht haben. Das schien mir viel zu schwer. Ich war mal in Auschwitz und das fand ich schon super heftig. Viele Leute haben tatsächlich Angst, das ist eine richtige Angst von den Leuten, dass nach ihrem Ableben das dann noch ganz andere Ausmaße annimmt und sie wollen, dass ihre Geschichten deswegen weitergetragen werden. Ziehe Fürschberg, gebürtiger Berliner, lebt jetzt zusammen mit seiner Frau Miriam hier im Pflegeheim. Sein Vater war Jude, seine Mutter nicht. Dadurch hatten sie ein paar mehr Rechte als andere Juden. Doch die Machtergreifung Hitlers veränderte auch sein Leben, denn die Gesetze gegen Juden wurden immer schlimmer. Meine Eltern haben das verstanden. Um mich zu retten, haben sie mich nach Palästina schicken lassen. Hirschberg kehrte 1945 wieder nach Deutschland zurück. Von dort schmuggelte er Waffen nach Palästina und half Holocaust-Überlebenden Europa zu verlassen. Doch jetzt, fast 70 Jahre später, kehrt der Antisemitismus zurück. Hirschberg hofft, dass sich die damalige Zeit nicht wiederholt. Meiner Meinung nach kann man das nicht ausrotten, wo man das lieber so sagen, ja? Dass es ganz weg sein wird, wie heißt das? Wishful thinking. Auch Pfleger Frankowitsch ist besorgt über den Zuwachs des Antisemitismus in Deutschland und hofft, dass sich die Deutschen ihrer Verantwortung nicht entziehen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.